Nun ein kleines Beispiel zu dem Formulieren von Bedingungen. Wir beschäftigen uns dabei mit der Tabelle Kunde. Sie sehen, die Tabelle Kunde hat wieder verschiedene Attribute. In der ersten Aufgabe sollen Sie alle Kundeninformationen abfragen. Für die gilt. Also Sie sollen alle Spalten abfragen. Für die gilt. Der Eintrag hat eine E-Mail-Adresse. Der Eintrag der E-Mail-Adresse ist also nicht leer. Und der Kunde wohnt in Köln. Also der Kunde hat eine E-Mail-Adresse und der Kunde wohnt in Köln. Das sind die beiden Bedingungen, die zutreffen sollen. Und in der zweiten Aufgabe, da sollen Sie nicht alle Kundeninformationen auswählen, sondern Sie sollen nur Kundennummer, Name, Vorname und Ort auswählen. Also Sie sollen die Spalten eingrenzen. Und Sie sollen eine Bedingung aufbauen, die sich auf die Kundennummer bezieht. Die Kundennummer soll größer als 50 sein. Und die Kunden, die Sie als Ergebnis erhalten, die sollen nicht in Köln wohnen. Kundennummer größer 50 und Ort ungleich Köln. Das sollen die Bedingungen sein. Wie sehen die SQL-Abfragen aus für diese beiden Aufgaben? Für die erste Aufgabe. Select Stern, alle Kundeninformationen, from Kunde, aus der Tabelle Kunde, wo zwei verschiedene Bedingungen miteinander durch und verknüpft sind. Nämlich die erste Bedingung, E-Mail is not null. Also wir haben eine E-Mail, die eingetragen ist in die Tabelle. Und Ort gleich Köln. Also der Ort des Eintrags soll gleich Köln sein. Schauen Sie es sich jetzt wieder mit der Brille an. Sie sollen formulieren, wie das Ergebnis aussieht. Also im Ergebnis sollen eben alle Informationen über die Kunden enthalten sein, aber diejenigen Kunden, die eine E-Mail-Adresse eingetragen haben, sollen nur angezeigt werden. Where E-Mail is not null. Und diejenigen, die in Köln wohnen. Where Ort gleich Köln. Die sollen angezeigt werden. Das heißt, Sie beschreiben hier Ihre Eingrenzung, Ihre Ergebnismenge auf diese E-Mail-Adresse und auf den Ort. Zweite Aufgabe. Sie wählen bestimmte Spalten aus, Kundennummer, Name, Vorname, Ort, von der Tabelle Kunde, wo zwei verschiedene Bedingungen gelten. Nämlich einmal, die Kundennummer größer als 50 muss vorhanden sein. Also Kunden mit der Kundennummer 20 beispielsweise sollen nicht ausgewählt werden. Und es soll nicht gelten, dass der Ort gleich Köln ist. Also hier sehen Sie den Operator NOT. Sie negieren damit die Bedingung, die folgt. Also NOT Ort gleich Köln. Ganz ähnlich, wie Sie das in Java zum Beispiel mit dem Ausrufezeichen machen können. Dort schreiben Sie ein Ausrufezeichen vor eine geklammerte Bedingung, wenn Sie etwas negieren möchten. Also Sie schränken ein auf Kundennummer größer 50 und nicht Köln. Wir schauen uns das noch in dem SQL-Teacher an. Select Stern from Kunde. Where Ort gleich Köln. And E-Mail is not null.
Sie sehen, wir bekommen weniger Ergebnisse. Wir bekommen zwar alle Spalten, aber weniger Kunden. Und bei jedem Kunden, den wir hier bekommen, ist eine E-Mail-Adresse vorhanden. Und jeder Kunde, wie Sie sehen, wohnt auch in Köln. Wir haben damit eingeschränkt auf die Kunden, die in Köln wohnen und die gleichzeitig auch eine E-Mail-Adresse haben. Die zweite Abfrage. Also, wir möchten ein paar Spalten auswählen. Von der Tabelle Kunde. Wir möchten eine Bedingung an die Kundennummer knüpfen und an den Ort. Und Sie sehen, dass beide Bedingungen erfüllt sind für diejenigen, die im Ergebnis auftauchen. Die Kundennummer ist größer als 50 und der Ort ist nicht Köln. Also das, was Sie hier als Ergebnis sehen, Sie werden keinen Ort Köln sehen.